326 Teilnehmer, in erster Linie Studenten, haben die Organisatoren einer von der Deutschen Knochenmark-Spenderkartei, DKMS, unterstützten Typisierungsaktion an der Universität Vechta gezählt. 4 Studenten hatten die Veranstaltung im Foyer der Hochschule in Eigenregie auf den Weg gebracht. Bei der Datenaufnahme und Speichelentnahme für die Typisierung unterstützten sie 20 Helfer aus dem Kreis ihrer Kommilitonen. Finanziert wurde das Vorhaben durch Spenden. Der Verein Hilfe für Krebskranke und Jugendliche aus Lohne stellte den Betrag von 5.000 Euro zur Verfügung.